Anfang des Jahres kürt ein 150 Personen starkes Expertenkomitee die besten College-Spieler aller Zeiten. Angeführt von Jim Brown wird die Top 10 von Running Backs dominiert. Erst auf Position 11 kommt mit Roger Staubach der erste Quarterback. Bei der nächsten Wahl, egal ob in 5, 10 oder 50 Jahren, wird das anders sein. Trevor Lawrence wird unter den 10 besten Spielern zu finden sein. Wie weit vorne, hängt auch von den nächsten 2 Spielen ab. Von klein an ist das außergewöhnliche Talent von Trevor Lawrence offensichtlich. Schon in der Highschool dominiert er, führt die Cartersville High School in Georgia zu 41 Siegen in Folge und 2 State-Meisterschaften. Doch nicht nur sein Talent und der Wille zu siegen zeichnen ihn aus, sondern auch sein Wetteifer. Ob auf dem Footballfeld oder in der Uni-Basketball-Freizeitliga, Trevor Lawrence will sich mit anderen messen. Der Wettkampf ist Grund Nummer 1. Ich mache es bei jedem Training. Das ist mein Antrieb. Trevor Lawrence ist ein relaxter, umgänglicher Typ, aber auch jemand, der weiß, was er will und einen klaren Plan hat. Schon früh entscheidet er sich für Clemson, führt die Tigers in seinem ersten Jahr als 19-Jähriger ungeschlagen zur College-Meisterschaft. Er ist der erste True Freshman seit 1985, der ein Finale als Quarterback startet. Nach Clemsons 44-16 Sieg wird er zum Offensive MVP gewählt. Seine erste und bis heute einzige Niederlage mit Clemson kassiert er ein Jahr später. Ausgerechnet im College-Finale 2020 gegen Joe Burrow und LSU. Trevor Lawrence spielt nicht gut, beendet das Spiel mit dem schlechtesten Quarterback-Rating seiner College-Karriere und ohne einen Touchdown-Pass. Seine Motivation für die neue Saison in diesem Jahr. 2020 ist auch sonst ein besonderes Jahr. Trevor und seine Freundin sammeln Spenden für Familien, die unter den Folgen der Covid-19-Situation leiden. Über $25.000 kommen zusammen und im Sommer verloben sie sich. Er führt die We Want to Play-Bewegung der College-Football-Spieler an und nutzt auch seinen Status als bekanntester College-Spieler der USA, um die Black Lives Matter-Bewegung zu unterstützen. Alles ohne sich selber in den Vordergrund zu drängen. I'm on the journey now of discovering how I can use my voice, platform and influence to lift others up and stand for those who shouldn't have to stand alone. Seine volle Konzentration gilt aber dem einen großen Ziel und von dem lässt er sich auch nicht durch eine Covid-19-Erkrankung abbringen. Er ist noch mal besser geworden, will erneut den Titel gewinnen, sich als Champion vom College verabschieden. Wahrscheinlich, denn noch hat er sich nicht festgelegt, ob er wirklich in die NFL wechselt. Wenn, dann will er das als einer der besten College-Spieler aller Zeiten. Vielleicht sogar als der Beste.